Kreatives Leben. Kunst, Natur und Gemeinschaft in St. Andreavördern. Ein Podcast mit Sabine Parzer. Willkommen bei der dritten Folge des Podcasts Kreatives Leben, Kunst, Natur und Gemeinschaft in St. Andreavördern. Ich bin die Sabine Parzer und dieses Mal habe ich mich mit meiner lieben Freundin und Kollegin Karin Bindo unterhalten. Karin ist Musikerin, Kultur- und Sozialanthropologin mit ethnomusikologischem Schwerpunkt. Sie ist Mutter zweier Kinder. Sie lebt seit ca. 2003 in St. Andreavördern. Sie ist als Autorin, Vortragende, externe Lektorin der Universität Wien und derzeit als Eventmanagerin tätig. Karin macht Live-Performances sowohl solo als auch in mehreren Ensembles. Sie gibt Einzel- und Gruppenunterricht, macht Schulprojekte und bietet Seminare an. Herzlich willkommen zur dritten Folge, dieses Mal gemeinsam mit Karin Bindo im Gespräch. Willkommen! Hallo liebe Karin! Grüß dich Sabine, grüß dich! Mein Gast heute ist die Karin Bindo. Die lebt seit mehr als 15 Jahren in St. Andreavördern, glaube ich. Karin, wie lange wohnst du schon hier? Ja, seit 2003. 18 Jahre. Das ist eine sehr lange Zeit. Wir kennen uns, glaube ich, ungefähr seit 15 Jahren. Wir haben mehrere Performances schon miteinander gemacht, wo du vor allem mit den Tablas, aber auch mit anderen Percussion-Instrumenten, mit einer Flöte, mit einem Didgeridoo gespielt hast. Ich habe dich auch schon mehrmals eingeladen, um mich zu begleiten bei meinen Kursen. Wir haben aus meiner Wahrnehmung eine sehr liebevolle und eine sich gegenseitig befruchtende Beziehung, speziell was den Tanz und was die Musik angeht. Ganz schnell zusammengefasst, ich liebe es, wie du spielst, und wenn du spielst, dann bringt mich das zum Tanzen. Und bei mir ist umgekehrt, ich liebe es, wie du tanzt, und es inspiriert mein Spiel. Ja, sehr schön. Ja, liebe Karin, du bist Musikerin. Du hast ein großes Repertoire an Fähigkeiten, an Instrumenten, die du spielst. Ich habe da eine lange Liste an Instrumenten, die du spielst. Ich habe da mal die Tablas, die Congas, dann habe ich Rahmentrommeln, ein Schlagzeug, Flöten, Klavier, Didgeridoo. Du bist aber auch Kultur- und Sozialanthropologin mit ethnomusikologischem Schwerpunkt. Du bist Autorin und Vortragende, externe Lektorin der Universität Wien. Und dann habe ich noch eine ganze Liste an anderen Tätigkeiten, die du in deinem Leben ausgeübt hast, wie Masseurin, und im Handel warst du tätig und Flüchtlingsbetreuung hast du gemacht und als Trainerin für Jugendbildungsprojekte hast du gearbeitet und im Moment bist du als Eventmanagerin tätig. Wie würdest du deinen Werdegang beschreiben? Wie hast du denn begonnen? Wie hat die Liebe zur Musik begonnen? Ja, es ist eine gar nicht so einfach, aber man könnte sagen, ich komme aus einer musikfreundlichen Familie. Das heißt, von meiner Mutterseite her gab es Hausmusik. Meine Mutter hatte 5 Geschwister und jedes dieser Geschwister hat ein Instrument gespielt oder mindestens eines. Und ab und zu haben sie sich dann bei uns zu Hause getroffen und miteinander musiziert. Also so eher in die klassische Richtung mit Klarinette, Klavier, Cello, Flöte, Geige. Und mein Vater hat sehr lange in einem Chor gesungen in Kärnten. Bin ja in Villach aufgewachsen und da gibt es natürlich viele Leute, die in Kärnten in irgendeiner Form singen, weghören. Und mein Vater war eben auch beim Chor und dadurch haben wir auch zu Hause dann vor allem zur Weihnachtszeit halt mehrstimmige Lieder gesungen. Also so bin ich eigentlich schon mit der Musik aufgewachsen und habe dann in der Schule Flöten spielen gelernt. Sogar in der Volksschule, in der 4. Klasse, da haben wir ganz einen lieben alten Lehrer gehabt, also der war wirklich entzückend. Der hat nach der Schule mit uns Flöte gespielt und hat uns damals diese, weiß nicht, ob du dich erinnerst, vielleicht kennst du noch diese Zuckerln, diese Krachmandeln, hat er dann uns
verteilt als Belohnung, dass wir dann so übereifrig in der Schule noch waren. Also es war eine zusätzliche Motivation, ne, für Kinder, wenn sie Zugang kriegen, etwas zu machen. Und dann habe ich so in der Schule, im Gymnasium, habe ich dann bei einem Blockflötenquartett mitgespielt. Also wir waren dann auch aktiv bei Schulfesten. Also wir haben wirklich mit Sopran, Alt, Tenor und Bass, Blockflöte in einem Quartett gespielt in der Schule. Und so mit 15 wollte ich natürlich dann von dieser klassischen Musik weg und habe mir E-Gitarre gekauft und Verstärker und habe das richtig aufdrehen müssen. Ne? Ja, also ich habe halt eigentlich habe ich so, naja, zum Beispiel Gruppen wie Status Quo habe ich damals gehört oder meine Jugendliebe waren die Teens, ich weiß nicht, ob du sie jemals gekannt hast, so eine Rockgruppe, lauter Jungs, ne? Da hat man dann das Zimmer plakatiert gehabt mit Postern und also in jedem Bravo waren dann Poster von den Teens und nicht nur dort, sondern auf meiner Wand. Und später ist es dann so mehr Richtung Hardrock und Heavy Metal gegangen. Also das war dann so dieser Jugendprotest gegen diese klassische Musik der Eltern. Na, da musste dann irgendwie eine Gegenbewegung her. Und das war dann halt natürlich mit Deep Purple, Whitesnake und Motorhead und Girls' School. War das sehr effektiv. Meine Mutter hat dann immer gefragt, warum schreit er denn so? Ne? Also da natürlich dann voll aufgedreht, vor allem wie ich mein eigenes Zimmer dann hatte. Da habe ich dann wirklich meinen Space gehabt und also das Gitarrenlernen habe ich relativ bald wieder aufgegeben. Ich habe zwar so als Begleitung noch weiterhin gespielt, auch bei den Pfadfindern. Das hat mir recht Spaß gemacht, da am Feuer sitzen und Lieder begleiten. Haben oft die ganze Nacht dann musiziert und auch improvisiert und dann halt auch den E-Blues, den Endlos-Blues gespielt. Also es waren recht lustige Zeiten und wie ich dann Matura gemacht habe in diesem Jahr, da hatte ich dann in dieser Zeit einen Freund, der Schlagzeug gespielt hat und er hat mir sein Schlagzeug geborgt. Das habe ich dann im Keller aufstellen können bei meinen Eltern und habe dann immer, wenn ich Lernfrust hatte, runtergehen können und mich austoben. Also habe dann autodidaktisch mit Schlagzeug angefangen, also auch mit Noten sogar. Und weil ich habe ja auch zwischendurch Klavier gelernt bei einer Tante von mir, so 2 Jahre und auch in der Musikschule, aber nur kurz. Und ja, das Schlagzeug war dann halt für mich so eigentlich das Genialste, wenn man da mit dem ganzen Körper dabei ist. Das ist auch wie tanzen eigentlich mit Füßen und Händen. Und wie ich dann nach Wien gegangen bin, konnte ich natürlich das Schlagzeug nicht mitnehmen in die kleine Wohnung im 11. Bezirk damals. Und da habe ich mir dann Bongos gekauft. Das war so wohnungstaugliches Instrument. Und halt Schallplatten dazu, also was weiß ich, von Santana, also da hat dann eher so diese Ethno-Percussion-Zeit begonnen, wo ich dann mit Bongos dazu gespielt habe und später dann auch mit Congas. Da war ich öfters im Mandino, das in der Münzwarteingasse. Und da gab es damals so kubanische Konzerte live und da habe ich mir dann die ersten Congas gekauft und habe die dann bei Musiksessions immer mitgeschleppt. Sind das recht schwer, ne? Aber übernimmt damals so von der Ethnologie her eine lustige Gruppe. Wir haben uns dann im Wald getroffen, haben Feuer gemacht und haben dann die ganze Nacht musiziert und improvisiert und gesungen und dann draußen übernachtet mit Schlafsäcken und so. Es war recht spannende Zeit. Und so richtig, also es war aber alles noch so, wie soll man sagen, hobbymäßig für mich damals. Und wie ich dann 91 das erste Mal nach Indien gefahren bin, zuerst mit einem Freund und dann 92 allein 3 Monate, da habe ich dann eben beim ersten Mal schon die Tablas kennengelernt als Instrument und da habe mich dann so vertieft in dieses Instrument, das war so faszinierend für mich,
dass ich dann beschlossen habe oder gemerkt habe, ich bin eigentlich eine Künstlerin. Ne? Also das ist schon so diese Seite, die ja, die mich motiviert, die so meine Leidenschaft ist, wo alles andere dann sich herum gruppieren kann. Aber von der Leidenschaft her ist so dieses Perkussionistin sein sicher das, was mich am meisten bewegt und motiviert nach wie vor. Kannst du dich an diesen Moment erinnern, wo du dich als Künstlerin zum ersten Mal begriffen hast oder wo du so richtig gemerkt hast, so ich nehme diese Identität in mir an? Ja, also das war bei mir sicher nach der zweiten Indienreise. Also ich bin ja dann nach dem ersten Mal wieder hingefahren, habe damals als Masseurin gearbeitet und also habe damals hauptsächlich Privatkundschaften gehabt und habe mir wirklich 3 Monate Zeit genommen, um herauszufinden, wer bin ich jetzt oder was bedeutet jetzt das Instrument für mich, wo will ich damit hin? Und das war für mich dann wirklich, damals war ich so 25 Jahre, ein Umbruch, kann man sagen, weil ich einerseits über diese Indienreise sehr viel reflektiert habe, also so aus meiner Kindheit, Gesellschaft im Allgemeinen und auch, wo es hingehen möchte. Also ich merkte, ich bin selber, ich habe mich immer verrückter empfunden. Also ich habe schon gedacht, ich muss irgendwie mich behandeln lassen eine Zeit lang. Aber ich merkte, ich sehe halt die Welt ganz anders, als wir so bestimmt worden sind oder was uns halt gesagt wurde in der Schule und auch vom Elternhaus her. Und das war natürlich anfangs eigenartig, aber je öfter ich dann andere Künstler getroffen habe, Perkussionisten, Künstlerinnen diverser Art, also sei es jetzt Tanz oder Musik oder auch Literatur, habe ich gemerkt, ja, eigentlich, ich bin das auch, weil ich bin ein Freigeist und ich bin kreativ, ich habe viele Ideen, die ich auch umsetzen möchte, bin jetzt so nicht gebunden oder ich leide darunter, wenn ich an fixe Regeln oder Tageszeiten gebunden bin. Also dieser Flow, dieser künstlerische Flow, ist mir erst bei dieser zweiten Indienreise bewusst worden und das war dann so ein richtiger, wie soll man sagen, ein Powerschub, ne? Weil ich gemerkt habe, da kommt plötzlich eine ganz andere Kraft daher, nämlich diese Shakti, diese Inspiration, die vieles möglich macht, was vorher nicht möglich war. Und andererseits hat sich dadurch natürlich der ganze Freundeskreis auch geändert, ne? Weil diese Freunde, die ich vorher hatte, die haben mit mir dann nicht mehr so viel anfangen können und vice versa ebenso. Und das war dann viel zu crazy, was ich alles gehabt habe an Gedanken, an Ideen, an Visionen auch. Und also ich würde sagen, das war wirklich dieses Jahr des Umdenkens und Umschwungs, dieses 1992er Jahr. Und es war dann auch wirklich so, dass ich damals zurückgekommen bin von Indien und das Erste, was passiert war in meiner Wohnung, dass ich gelüftet habe und der Wind hat gleich meine ganzen Plakate von der Wand genommen. Also das war das Zeichen, das Äußere verändert sich, soll sich verändern und darauf habe ich dann eigentlich sehr radikal reagiert. Ne? Bin ja damals mehr oder weniger aus allem ausgestiegen. Ja, du sprichst ja sehr viel in deiner Arbeit, aber auch dadurch, dass du ja ein sehr typisch indisches Instrument, die Tablas, spielst, sehr stark einen ganz einen anderen Musikstil an. Also die Tablas selber, die haben einen ganz einen anderen Klang, aber die hat ja auch eine ganz eine andere Rhythmik im
im Gepäck sozusagen. Ja, wir in unserer europäischen oder westlichen Welt haben wir ja vor allem 4/4 Takte, die uns zur Verfügung stehen. Kannst du uns ein bisschen was über das Instrument der Tablas, über ihre historische Bedeutung vielleicht oder auch was so besonders an dem Instrument ist, vielleicht auch deine Liebe dazu, ja, also was dir da rund um dieses Instrument mal einfällt, aber was vielleicht auch wirklich interessant ist zu hören, was man jetzt so nicht kennt, weil das ja wirklich so ein ganz ein spezielles Instrument ist. Also es ist ja auch vor allem für Frauen relativ unüblich, so ein Instrument zu erlernen, also auch in Indien. Da habe ich aber das Glück gehabt, dass mein Lehrer dahingehend keine Hemmungen hatte, mich als Schülerin zu akzeptieren. Also es ist in Indien so, wenn eine Person einen Unterricht beginnt, dass das sozusagen nicht nur der reine Unterricht ist, sondern es ist wirklich ein Eintreten in die Kommunikation auch mit Gottheiten. Also es gibt sowas wie ein Ritual zum Beginn des Unterrichts. Also man spendet ein paar Münzen, es werden Gebete gesprochen an die Hindu-Gottheiten, also vor allem auch Shiva, der auch für den Rhythmus immer wieder ja, zuständig ist. Klingt blöd, aber er ist auf jeden Fall sehr für Musik und Tanz wird er gerne angerufen und spielt eine Rolle, oder auch Saraswati und Ganesh sowieso als Gate-Opener. Und das war für mich natürlich dann eine ganz neue Welt. Also so diese Unterrichtssituation mit dem Lehrer, der kaum Englisch konnte. Also wir haben uns wirklich mit Händen und Füßen verständigen müssen. Und er hat mir dieses Instrument gezeigt. Wir haben ganz simple Schläge begonnen und was für mich faszinierend war, war seine Stimme. Also er hat wirklich so eine mit aller Inbrunst diese Silben, die mit denen man die Rhythmen lernt, ausgesprochen. Von Kannst du uns Beginn da ein sozusagen paar Silben mal kurz genau, vorsagen? sage ich dir vor allem gleich einmal in einem anderen Rhythmus, weil du das vorher angesprochen hast, diese 4/4. Also mich hat sehr fasziniert, zum Beispiel ein 14-schlägiger Rhythmus, also der so auf 2x7 Zyklen aufgebaut ist, ein Deep Chandi. Und diese Silben, die man lernt, beinhalten auch die Schlagtechnik. Das heißt, wenn so eine Silbe wie Dha gesprochen wird oder auch dann aufgeschrieben wird als Notation quasi, dann ist es eine Kombination von einem Ga der linken Hand mit einem Na der rechten Hand. Ja, und so gibt es dann viele Kombinationen und die Stimme entspricht praktisch dem Klang der Trommel. Und dieser Deep Chant, die geht zum Beispiel so: Da din na, da din din da, da din na, da din din di di da din na, da din din da, da din na, da din din di di da din na, da din din da, da din na, git da git di git da din na, da din din da, da din na, git da git da git da din na, da din din da, da din da, git da git da din na. Das hat Also natürlich schon, also alles das, was du vorhin auch erzählt hast, also dieses Eintreten und zuerst einmal den Gottheiten sozusagen sich vorstellen, bedanken, da eintreten in einen größeren Zusammenhang, das stellt natürlich das Instrument und auch sich selbst und auch das Musikspiel in einen ganz einen anderen Kontext. Ja? natürlich, Gleichzeitig hat es auch einen anderen Klang. Und so wie ich es auch verstanden habe, gerade bei den Tablas, aber vielleicht kannst du mir das auch noch genauer erklären, ist ja dann auch die Musik und der Tanz sehr eng miteinander verbunden. Das sind ja auch keine getrennten Elemente, sondern die bilden ja auch ein gemeinsames, oder? auf jeden Fall. Also die Tablas sind ja eigentlich ein nordindisches Musikinstrument. Und dass ich das in Südindien gelernt habe, war sowieso schon ein bisschen außergewöhnlich. Ich bin dann auch später drauf gekommen, dass mein Lehrer, also jetzt gar nicht so eigentlich für die Tablas nach einer bestimmten Schule unterrichtet hat, sondern eigentlich die Mridangam, das ist eine klassische südindische Trommel, gespielt hat und so verschiedene Techniken auch an die Tablas adaptiert hat.
Und die Tablas sind eigentlich aus Nordindien und da gibt es verschiedene Ursprungstheorien. Die einen sagen, sie kommen aus dem arabischen Raum. Da heißt das Wort Tabl, heißt Trommel. Und es gab so Trommeln zum Umhängen, die von der Form her auch so klein und rund waren. Und man hat angeblich dann auf den Mogulhöfen begonnen, diese Tablas am Boden zu stellen und mit den Fingern zu spielen und hat eben dadurch viel mehr feine Klänge produzieren können. Also die Tablas werden ja auch in der Sufi-Musik sehr eingesetzt und da gab es Parallelen, also sowohl die Sufi-Musik, die aus dem arabischen Raum kommt, als auch die Hindustani-Musik, vor allem die Bajans, aus der Bhakti-Bewegung, die haben zum Teil die ähnlichen Instrumente verwendet, nämlich Tablas, Harmonium und Gesang und Klatsch. Und die Tablas haben sich dann weiterentwickelt, das heißt, es sind sehr viele Kompositionen entstanden, wo die Tablas dann als Begleitinstrument eingesetzt worden sind für Zusammenspiel mit Sitar, also dieses Saiteninstrument, das sehr viele Obertöne hat, oder auch mit Bansuri-Flöte, das ist auch eine sehr beliebte Zusammenstellung, oder auch mit Santur, das ist so wie ein ähnlich wie das, was wir als Hackbrett kennen, und natürlich auch mit Gesang. Also der klassische Gesang, nordindische Gesang, ist eher improvisatorisch und da sind die Sänger vom Rhythmus her mit den Trommlern oder Trommlerinnen sehr verbunden und es gibt auch sowas wie Jugalbandi, so ein Hin- und Herspielen, ja, wo dann der Sänger irgendwie eine Melodie singt und die Tablas spielen das nach und es ist so ein bisschen Call-Response-Action. Das ist eben in der nordindischen Musik von der Improvisation her recht interessant. Und auch weil du das mit dem Tanz angesprochen hast, die Tablas begleiten ja den Kathak-Tanz. Gibt es bei uns in Wien die Kaveri Sageda, die wirklich ganz eine tolle Kathak-Tänzerin ist. Und beim Kathak-Tanz ist es so, dass die Füße der Tanzenden genau mit denselben Silben, mit denen wir dann Tablas lernen, diesen Tanz ausführen. Und dadurch ist es dann so, dass zwei Leute zusammenspielen können, ohne zu proben miteinander. Ja, weil die tanzen, lernen den Tanz mit denselben Silben wie die trommeln. Und das ist auch in der südindischen Musik der Fall, also mit Mridangam und Bharatanatyam-Tanz. Das ist für mich sehr faszinierend gewesen und dadurch, dass man diese Silben sprechen muss, ist man wirklich mit dem ganzen Körper dabei bei der Musik. Also es ist nicht bei uns, dass man auf Noten starrt und dann da irgendwo sitzt und der ganze Körper eigentlich, wo sich nur dann die Finger bewegen, sondern es ist durch den Atem, durch das Mitsprechen der ganze Körper dabei und man sitzt ja beim Tablaspiel traditionellerweise am Boden in diesem Halblotus-Sitz oder Lotus und das ist natürlich auch eine Sitzposition, die erst gelernt werden muss. Auch Also was viele sehr meditieren, Meditatives in oder? sich. Ja. Ich Sehr, würde sehr gern, meditativ. ich würd gern ein bisschen den Bogen machen zu deiner Interkulturalität, weil, also es ist offensichtlich, dass du ganz viel, ja, auch durch dein Studium der Sozial- und Kulturanthropologie, da ganz viel an Wissen auch hast und gleichzeitig ist es auch ein bisschen fremd für, also auch für mich, wenn ich da jetzt zuhöre, da ist so ganz viel Detail und das ist auch so eine ganz eine andere Herangehensweise ans Kunstschaffen und das ist total spannend und gleichzeitig ist es halt auch für uns ein bisschen fremd. Und was ich so spannend finde an dir, auch wenn du Performances gibst, weil du machst ja Solo-Performances, aber du spielst ja auch in vielen Ensemble, ist deine Fähigkeit, verschiedene kulturelle Backgrounds miteinander fließend ineinander übergehen zu lassen. Also du hast ja Einflüsse, die aus Indien kommen, aber auch aus dem Trinidad, Kuba, Afrika, Ägypten, Türkei, Europa, Afghanistan. Ich habe da eine lange Liste an Einflüsse, die deine Musik
vorantreibt. Und gleichzeitig merke ich das auch, also wenn ich mit dir gemeinsam auftrete, wenn wir improvisieren miteinander, dass du, also, dass du einfach so eine ganz große Bandbreite zur Verfügung hast. Das kann sein von Minimalismus bis hin zum Rock. Ja, jetzt weiß ich, wo er herkommt. Damals. Genau. Bis hin zu, ja, indischen, afrikanischen Klängen. Wie machst du das, wenn du spielst? Wie machst du das, wenn du improvisierst bei einer Performance alleine oder auch im Ensemble? Wie triffst du in dem Moment Entscheidungen und welche kulturelle, wem gibst du da Vorzug sozusagen? Wer kommt zuerst dran? Indien oder Afrika? Ja, ist eine gute Frage, weil ich war immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen den beiden, weil natürlich das afrikanische Trommeln, also dass ich auch nicht in Afrika erlebt habe bis jetzt, leider. Also ich war wirklich noch nie in Westafrika, aber ich habe bei einem Trommler aus Westafrika, der damals ins Waldviertel gekommen ist, Djembe lernen begonnen, beziehungsweise haben wir vorher auch schon improvisiert auf der Djembe. Und ja, da fasziniert mich diese Polyrhythmik, also dieses Zusammenspiel von mehreren Trommeln, was eigentlich so ein bisschen chorartig ist, nur halt mit Rhythmen, die so ineinander verwoben sind und sehr viele Pausen haben. Und die haben natürlich eine ganz andere Dynamik wieder als die indischen Instrumente, ne? Die indischen Instrumente sind vielleicht mehr meditativ, aber auch nicht nur. Also die sind auch sehr, können auch sehr ekstatisch sein und auch sehr schnell sein im Rhythmus. Und die arbeiten halt so auf einer vielleicht feinstofflicheren Ebene. Und die afrikanischen Trommeln sind für mich so körperlich sehr spürbar. Also man kann nicht still sitzen, wenn man sie hört. Man möchte sich gerne bewegen und das ist natürlich dann also auch für das Spiel im Ensemble eine Herausforderung. Also wir haben ja mit dem Weltmusiktrio immer wieder gespielt, eh auch einmal in St. André-Wördern am Dorfplatz und da ist es so, von der Auswahl der Rhythmik her, da haben wir zum Beispiel so traditionelle Lieder von verschiedenen Kulturen einstudiert. Und da suche ich mir dann zum Teil aus Notenmaterial, das ich habe, zum Teil aus irgendwie aus dem, was so an Erfahrung da ist, die richtigen, die passenden Rhythmen dazu. Und das kann dann auch so eine Verschränkung sein. Also es kann sein, dass ich dann zu einem bulgarischen Tanz einen orientalischen Rhythmus dazu finde, der eben gerade so zur Melodie dazu passt. Oder es kann sein, dass zu einem armenischen Hochzeitstanz dann einen kubanischen Sechs-Achtel passend finde und den dann dazu mixe. Das heißt, du Und das bist da sind relativ so undogmatisch, Trommeln. wer da den Vorzug Ja. bekommt, sondern du triffst dann auch eine künstlerische Auswahl in dem Moment. Auf jeden Fall. Und das ist das, was vielleicht für uns so interessant ist oder was so vielleicht in Richtung Jazz zum Teil auch geht und was dann für Menschen aus diesen Kulturen, aus diesen Musiktraditionen dann andererseits sehr unverständlich ist, ne? Weil da wird es gar nicht gern gesehen. Ich habe zum Beispiel einmal versucht bei so einer afrikanischen Tanzimprovisation, das war in Frankreich, einen indischen Rhythmus einfach dazu zu spielen mit der Djembe. Und alle haben mich böse angeschaut, weil ich dieses ganze einstudierte Pattern durcheinanderbracht habe. Und die Tänzerinnen haben nicht mehr gewusst, auf wen sie hören, auf welche Trommel. Und die afrikanischen Musiker kennen jetzt diese ungeraden Rhythmen, also das 5er, 7er, 9er eher nicht. Das heißt, die arbeiten eher mit 12er oder 16er Zyklen. Und wenn dann so ein 7er daherkommt oder ein 5er, dann ist es sehr verwirrend. Also da habe ich auch schon das Feedback gekriegt, you drive me crazy with your music. Du hast das von deiner eigenen Geschichte erzählt, dass du
mehr so aus einem klassischen musikalischen Haushalt gekommen bist, dann zum Rebellieren begonnen hast, also dass der emotionale innere Inhalt dann auch bestimmend war dafür, welche Art von Musik du gehört hast, wie du dich auch über die Musik ausgedrückt hast. Du hast gesagt, dass du deinen Frust am Schlagzeug auch losgeworden bist. Wie siehst du denn das Zusammenspiel zwischen Emotionen, Musik, Ausdruck? Du hast auf deiner Website einen sehr schönen Satz stehen, wo du schreibst: Musik ist bedingungslose, Entschuldigung, hingebungsvolle Kommunikation. Siehst du Musik abseits von der Kunst auch als etwas Heilsames, als etwas, was den Menschen Heilung bringen kann? Oder wie würdest du diese Qualität der Musik in Worte fassen? Ja, also für mich ist Musik auf jeden Fall heilsam. Und es ist so, also wie du es auch auf meiner Homepage gesehen hast, so ein Spiegel der Weltenseele, weil Musik verbindet vieles. Also einerseits sind ja die Instrumente aus der Natur entstanden, aus Hölzern gebaut, mit Haaren, sei es jetzt Bögen für Geigen, wo Pferdehaare eingesetzt werden, oder sei es jetzt Trommeln, wo Tierfelle sich verbinden mit Baumstämmen jeder Art. Also so ist schon mal eine Verbindung da zwischen Mensch, Tier und Pflanze, kann man sagen. Und dann ist es ja auch so, dass die Musik sehr viele Inspirationen aus der Natur bekommt. Das heißt, wir bekommen Melodien ja vom Gezwitscher der Vögel. Musik kann eingesetzt werden, dass sie wachrüttelt, dass sie beruhigt, dass sie aufputscht. Also es gibt sehr vieles, das hat mich am Anfang bei meinem Studium sehr interessiert, diese Verbindung, die ich vor allem so im Schamanismus und auch in der afrikanischen Musik gesehen habe, zwischen Musik und Heilung, dass Musik wirklich rituell verwendet wird, um zu heilen, um Gemeinschaft zu erzeugen, um zu beruhigen, um zu kommunizieren mit Wesenheiten, die nicht sichtbar sind, aber auf Schwingungen reagieren. Und also wir haben auch bei unseren frühesten, also laienhaften Musiksessions immer wieder so Begegnungen gehabt. Eigenartigerweise, ja, mit Wesenheiten, die wir da über das Trommeln aktiviert haben. Was sind da Du so schreibst auch auf deiner Erlebnisse? Webseite, dass für dich also es eine musikalische, soziale und rituelle Arbeit ist im Großen und Ganzen. Und das ist auch das, was ich sehr spannend finde. Es ist, du begreifst dich als Musikerin, aber du begreifst dich auch als Anthropologin und du begreifst dich auch als, würde ich jetzt einmal, ich weiß nicht, ob du dich so nennen würdest, aber auch als Schamanin. Oder als jemand, der zumindest diese Heilkraft anderen Menschen gerne auch weitergeben mag. Würdest du dich selber auch so sehen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch immer wieder so bewusst Rituale gemacht, oder ich war ja recht lang bei einer Gruppe, die Felicitas Goodman-Haltungen eingenommen hat. Und da geht es um Trance-Reisen, die eben initiiert werden durch regelmäßiges Rasseln oder auch Trommeln. Und ich habe auch damals dafür getrommelt, immer wieder. Und ich habe auch schon bewusst so Rituale gemacht, wenn jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, ja, du, in meinem Haus ist irgendwie eine komische Energie, magst du nicht kommen? Dann komme ich mit der Trommel und mit dem Räucherkessel Also man kann dich viel, vielfältig einsetzen. Man kann dich für eine Live-Performance buchen oder man kann dich für ein Schulprojekt buchen oder man kann dich, um ein paar Geister aus dem Haus rauszutrommeln, auch rufen. Ja, liebe Karin, magst du noch ein bisschen was über dein Leben hier in St. Andre-Wördern sagen? Wir haben ja viele gemeinsame Freunde, wir haben auch unser mal, also
Also du hast eigentlich begonnen zu gärtnern in einem Gebiet, wo ich jetzt später dann auch meinen eigenen Garten habe. Du hast deine Kinder hier großgezogen. Magst du ein bisschen was über dein Leben hier in St. Andre-Wörden erzählen, wie es dich auch beeinflusst hat oder auch noch immer tut? Also hat mich auf jeden Fall beeinflusst. Es ist ja, abgesehen von unserer inspirierenden Landschaft, wir sind ja hier am Fluss von allem, kann man sagen, in den Wäldern, war natürlich für mich auch so dieses musikalische Ankommen sehr wichtig. Und ich habe gerade in der ersten Zeit, also durch meine Kinder, war die Musik so ein zusätzliches Mittel der Integration. Also für uns auch im Ort. Gell? Das heißt, ich habe ja damals über den Verein Metis recht viele Veranstaltungen geplant und auch durchgeführt, meistens mit ganz wenigen Leuten. Es waren verschiedene Workshops dabei. Auch einmal habe ich auch den Baba Dolla eingeladen und wir haben afrikanische Märchen erzählt und dann Lieder dazu gespielt. Also dann war ich immer wieder an der Volksschule in St. André-Wördern eingebunden in irgendwelche Auftritte bei Schulfesten. Oder ich habe auch über Kulturkontakt Austria dann semesterweise Projekte gemacht in Schulklassen. Mit einer Aufführung zum Schluss. Oder ich habe Nachmittagsunterricht angeboten in der Kreamontschule, Trommeln Nachmittag. Also so gab es relativ viel. Die ersten Jahre, auch über die Volkshochschule, habe ich dann Trommelkurse angeboten für Jugendliche, Erwachsene. War relativ viel los und ich habe dann den Auhof begonnen zu revitalisieren. Also der war damals wirklich so ein verlassenes, verfallenes Plätzchen, ein bisschen unheimlich, weil die Brennnessel schon sehr hoch waren und das Haus verwildert, alles war verwildert und verwuchert. Und ich habe immer einen Raum gesucht zum Musizieren. Also das ist natürlich mit Schlaginstrumenten immer das Problem. Und ich lebe da in einer Gemeindewohnung, wo ich höchstens Tablas üben kann ein bisschen, die sind leise. Und jetzt auch habe ich mein E-Piano zugelegt, kann mit Kopfhörern ein bisschen üben. Aber sonst diese afrikanischen Trommeln kann ich in der Wohnung gar nicht spielen. Ne? Und dadurch ist halt immer die Frage gewesen, wo kann ich mich dazu einmieten, damit ich musizieren kann. Und das war halt manchmal dann ein Raum bei der Firma Oetiker und dann war das zum Glück der Auhof, wo ich auch meine Doktorarbeit dann über südindische Rhythmik im Kudyatam geschrieben habe, weil ich habe einfach so einen Rückzugsort gesucht. Also so ein bisschen abseits von den Kindern, wo ich mich dann fokussieren kann. Also sei es jetzt auf Schreiben oder auch aufs Musizieren. Und im Auhof habe ich dann auch so einige Workshops noch anbieten können oder proben. War aber jetzt für die Instrumente selbst einfach zu feucht und zu kalt, gell? Also es ist leider das, was ich gehofft habe, was aufgehen würde, dort für mich nicht aufgegangen, weil ich hätte sehr viel investieren müssen in irgendwelche Renovierungsarbeiten. Und den Workshop-Teilnehmenden war es immer zu kalt im Auhof, obwohl ich immer vorher hingefahren bin, einheizen und so. Aber ich freue mich natürlich sehr, dass jetzt rundherum, seitdem da der Yoshi anfangs dazugekommen ist und dann du gegenüber und alle anderen, freue ich mich total, dass so ein Dorf am Rande des Dorfes entstanden ist, wo wir einfach kreativ sein können und ab und zu in deinem Garten, deinem Feuerchen spielen oder auch in der Jurte selber. Also da habe ich auch immer wieder etwas angeboten und würde auch gern wieder etwas machen dort. Also das ist für mich immer sehr nett gewesen. Es ist halt ja, eine kleine Community. Also es war für mich immer zu wenig zum Überleben. Also dadurch habe ich auch alle möglichen anderen Jobs immer daneben machen müssen. Und vor allem, weil ich ja auch, wie du das eh kennst, als Alleinerzieherin, wenn man wirklich für das zuständig ist, auch für die Finanz der ganzen Familie, dann ist der Druck schon sehr groß, ne?
Und ich habe halt wirklich immer versucht, so diesen Gelderwerb und trotzdem auch das Musikalische parallel weiter zu entwickeln. Und das ist mir relativ gut gelungen. Es ist natürlich zeitintensiv und habe dadurch meistens so 70 Stunden Arbeitswochen oder eigentlich nur Ruhe, wenn ich schlafe. Aber ja, es ist sich alles irgendwie trotzdem ausgegangen und es ist St. André wäre dann sicher eine kreative Gemeinde, wo vieles möglich ist und ja, ist eine Zeitfrage, ne? Jetzt habe ich gerade wieder einen Fulltime-Job, jetzt wieder weniger Zeit für alles andere. Ist ein bisschen, also ein bisschen oder ein, für viele von uns, für viele Künstlerinnen unter uns einfach eine Realität, dass wir im Kern unseres Herzens immer wissen, wo es hingeht und im Außen es manchmal mehr und manchmal weniger sozusagen möglich ist. Ich finde es sehr schön, von deiner Geschichte zu hören, wie klar das irgendwann dann einmal geworden ist. Es ist auch ein Teil, den ich so nicht kannte. Aber diese Entscheidung oder diese innere Entscheidung, das ist mein Leben, das ist meine Kunst, das ist sehr schön an dir zu beobachten. Und ich finde, du bist auch immer eine Pionierin, sowohl hier im Ort als auch am Auhof, als auch in dem Zusammenbringen von den vielen verschiedenen Elementen, sowohl in der Anthropologie, als auch in der Kunst, als auch in den vielen verschiedenen Richtungen, mit denen du arbeitest. Sehr schön zu beobachten und sehr schön, da auch immer wieder mit dir gemeinsam zu wirken. Liebe Karin, alles Gute, alles Liebe, herzlichen Dank. Danke dir auch Ich und freue mich danke auf unsere dir auch. nächsten Abenteuer. Ja, ich mich auch, ich mich Ja, auch, gell? sehr schön. Und danke für die Einladung in dein Studio und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und freue mich auf unsere nächste Action. Genau. Ciao, Baba. Ciao. Dieser Podcast wurde durch den Call des Landes Niederösterreich Kultur on Air realisiert. Kreatives Leben. Kunst, Natur und Gemeinschaft in St. André Wörden. Ein Podcast mit Sabine Parzer.